Seid gegrüßt, ihr Abenteurer, und willkommen zurück zu Let's Play Disciples Liberation. Wir haben in der letzten Folge den Inquisitor-Regenten erfolgreich besiegt und damit den Schleier aus den Niedern vertrieben und müssen jetzt nun erstmal schauen, was ja nach dieser Schlacht alles passiert ist. Also wir werden noch ein paar Nebenquests abschließen, wir werden noch ein paar Kämpfe schlagen, bevor wir dann letztlich eine Nacht einleiten werden, die alles für immer verändern wird. Also so wurde es uns zumindest angeteasert und ich bin da schon einigermaßen gespannt, muss ich sagen. Ich kann mir nicht vorstellen, was so gravierend sein sollte. Aber naja, fangen wir erstmal mit diesem Kampf an. Da kämpfen wir gegen zwei Winterhexen und ansonsten relativ schwache Units. Mich wundert es ein bisschen, dass wir diesen Kampf überhaupt kämpfen müssen. Aber naja, so ist es ja manchmal. Das sind schon ziemlich viele von diesen Wehrleoparden, die ein bisschen nervig sind. Und leider auch ziemlich viele von den Arktis-Triaden, die ja auch diese regenerative Fähigkeit haben. Wir müssen mal gucken. Ich kann wahrscheinlich hier hingehen. Das ist zwar nicht dahin, wo ich hingehen will eigentlich, aber naja, gucken wir mal. Runde 1 beginnt. Wir können hier hingehen. Das ist auch, glaube ich, der beste Spot. Das ist definitiv der beste Spot. Jo. Schön. Schon mal die erste Arktis-Triade erledigt. So, Schalea, was machst du denn mal? Du könntest hier hingehen, da kannst du immerhin die drei Katzen hier besiegen. Wahrscheinlich wirst du sie sogar töten können. Nicht alle, aber das war schon ziemlich erfolgreich. Ja, die haut rein tatsächlich. Also ich bin immer wieder überrascht, wie sehr sie reinhaut. Ich glaube, ich werde Ilmerin mal hier hinziehen, damit sie hier Schaden macht. Autsch. Ja, mach ruhig alle dieses Gebrüll. Kommt alle zu Papa. Wir gehen mal hier lang. Ja, die haben ja leider diesen Konterschlag, aber halb so wild. Tja, was machen wir denn mal hier genau? Das Problem ist, wenn ich die jetzt alle hier sammle, dann haben die Winterhexen auch wieder einen Vorteil mir gegenüber. So. Da ist die zweite Arktis-Triade tot. So, und jetzt kommen zwei von diesen Stürmen wahrscheinlich. So, unser Freund ist jetzt nochmal dran. Vielleicht. Wir sind die wahren Diener Bettresens. Hier kommt dein Ruf. So, du bist dran. Wow, fast allen Angriffen ausgewichen. Nicht schlecht. Nicht schlecht, mein lieber Herr Todesritter. Trotz dieses Leuchtturmkopfs hat er es irgendwie geschafft. So, wen müssen wir heilen? Ilmerin sieht nicht mehr ganz frisch aus. 284 Heilung ist auch eigentlich eine Beleidigung, ne? Also da muss eigentlich mehr kommen. So, jetzt machen wir das so. Wir machen das auch nur so, weil ich dann alle drei erwischen kann und die fast tot ist. Nicht schlecht. Schalea kann hierhin. Ist die Frage, ob sie die Arktis-Triade tot kriegt. Nicht ganz. Das heißt nicht ganz, nicht mal ansatzweise. Ich kann nur den angreifen. Meine Pfeile wollen speisen. Ich möchte aber die angreifen. Wobei, die müsste so sterben. Betrachte das als Verwandlung. Schade, ich habe noch Pfeile übrig. Zumal wir jetzt so machen werden, ne? Das war doch mal ein gutes Manöver. Wow, nochmal schön der Konter. Wie viel Lebenspunkte hat nochmal? Die hat noch relativ viel. Ich lebe, um zu, ich glaube, ich versuche eher, die nochmal ein bisschen anzuschlagen. Jetzt langt es aber mal.
verdamm mich. Ich bin eins mit dem Ganzen. Ein winterlicher Wind weht. Bei Galeans kalten Herzen. Gut. Spürt Galeans Na, der wird eh nicht ganz rankommen, ne. Aus. So, Avi. Ja, da ist es, glaube ich, fast egal, welchen Zauber wir wirken. Die ist auf jeden Fall weg. Down. Schön. 72 Erfahrungspunkte hat das Ganze sogar gebracht. Und ich weiß gar nicht mal, warum. Weil, wie gesagt, wir hatten ja nicht mal eine T4-Unit dabei. Also, da war ja nichts besonders Starkes dabei in irgendeiner Art und Weise. Brunhilda. Brunhilda sieht dich kommen. Wahre Sturzbäche von Tränen ergießen sich aus ihren Augen, als du dich näherst. Ihre Wangen röten sich, ihre Hände zittern. Du legst ihr den Leichnam des jungen Mannes zu Füßen, während sie untröstlich aufheult. Wir sollten vielleicht lieber gehen, bevor ihr auffällt, dass es gar nicht Matt ist. Als du davon reitest, fragst du dich, warum Brunhilda so schrecklich weint. Die Leute aus den Niedern kennen sich schließlich besser mit Leid aus als sonst irgendwer. War Mathieu Teil ihrer Pläne, um diesen Ort zu verlassen? War er für sie ein Traumbild der Aufregung, der Fantasie oder der Lust? Oder sind das tatsächlich Tränen, die aus Liebe vergossen werden? Milder Trauersplitter, Imperium plus 10. Hose der falschen Wahrheit. Hat sie die mir noch aus ihren Tränen genäht, oder was? Wo kommt denn die auf einmal her? Das ist ja auch nicht schlecht. Ja, es ist natürlich... Wir sind mit dem Imperium jetzt angeblich neutral. Ich finde das schon sehr merkwürdig alles. So, dann hatten wir hier noch eine... Da. Nein. Wo ist das Sägewerk? Da hinten. Das passt ja sogar ganz gut, weil wir ja da noch diesen grimmigen William haben. Mit dem müssen wir auch noch reden. Und dann werden wir wahrscheinlich bald Akt 3 erreichen. Ich wollte gerade sagen, also wenn die jetzt normal kämpfen wollen würden, dann würde ich mich auch echt wundern. Der grimmige William. Als du vor der Kneipe des grimmigen Williams stehst, schnürt sich dir die Brust zu. Du hast Engeln, Dämonen, Drachen und jede Art von Ungeheuern dazwischen gegenübergestanden. Doch der Gedanke daran, diese Tür zu öffnen, bereitet dir Angst. Eintreten. Die Kneipe scheint leer zu sein, als du eintrittst. Das einzige Geräusch ist das von Stahl auf Wetzstein. Sie blicken vom Schärfen ihrer Waffen für die Schlacht auf und sehen dich an. Grimmiger William. Du bist also endlich gekommen, was? Das ist dein Werk, weißt du? Die Niedern werden untergehen. Wir werden alle sterben und die Schuld dafür liegt bei dir. Ich habe sie gerade gerettet, du Honk. Das ist der grimmige William, ein Freund meiner Eltern. Ich glaube nicht, dass wir alle einander vorgestellt wurden. Das ist der grimmige William. Er war ein Freund meiner Eltern. Ihr Vertrauen war fehl am Platz. So erinnerst du dich daran? Sprich die Wahrheit. Vor deinem kleinen Freund, meinen Söhnen, mir und den Göttern. Erzähle ihnen davon, wie deine Mutter ein Monstrum in unserer Mitte versteckte. Ihr seid hier drin und wetzt eure Waffen, wenn ihr da draußen sein und mitkämpfen solltet. Wir wussten, dass du kommen würdest. Wir wussten, dass du diese Rechnung gleichen willst. Vater hat recht. Wir bereiten uns nicht auf eine Schlacht mit den Elfen vor, wir bereiten uns auf eine Schlacht mit dir vor. Lass mir die Vergangenheit in der Vergangenheit, ja. Was getan ist, ist getan. Ich habe diesen Tag hinter mir gelassen. Ich würde vorschlagen, du tust das Gleiche. Uns wurde nicht allen der Luxus zuteil, über eine Stadt herrschen zu dürfen, du Bestie. Vater ist zu nett, um es zu sagen, also werde ich es tun. Er hat die Soldaten geschickt, um die Niedern zu beschützen. Ja, sie haben unsere Familie gut bezahlt. Dafür muss man sich nicht schämen. Es hätte deiner Mutter weniger Leid zugefügt, wenn sie gewusst hätte, dass du tot bist, anstatt dich fortgehen zu sehen und ihr Leben damit verbringen zu müssen, sich um dich zu sorgen. Du bist nie nach Hause gekommen, hast nie geschrieben, und doch behauptest du, sie zu lieben? Der grimmige William spuckt dir angewidert vor die Füße. Nun, ich glaube, ich sehe, wohin das hier führt. Zum Glück habe ich meinen Dolch schon geschärft. Töte mich und du gibst mir damit nur recht. Du bist böse und mordlüstern bis ins Mark. Vater, man nennt sie wirklich die Befreierin. Vielleicht sollten wir... Der grimmige William verpasst seinem Sohn eine Ohrfeige. Halt dein dreckiges Maul, Junge! Ich habe dir gesagt, wir töten sie und holen uns die Belohnung. Und genau das machen wir auch. Der grimmige William steht mit erhobenem Schwert da. Seine Söhne betrachten dich mit jämmerlichem Schrecken in den Augen.
Kommt mit uns, Söhne von William. Anstatt euch in der Kneipe eures Papas zusammenzukauern, solltet ihr euch uns anschließen. Seid bessere Männer, als er einer ist. Erkennt euren Vater als den kleinen, verdorbenen Mann, der er ist. Soll er allein in seinem Hass schweren. Ein kurzer, angespannter Moment verstreicht. Die Jungen willigen ein. Der grimmige William versucht nicht, sie aufzuhalten. Er tut gar nichts. Du verlässt die Kneipe des grimmigen William und beschließt, nie wieder zurückzukehren. Als du durch die Tür trittst, spürst du seinen verblüfften Blick auf dir ruhen. Du spürst aber noch etwas anderes, wie die Last all der Jahre voller Reue, Zorn und Schuld, dir von den Schultern genommen wird. Imperialer Attentäter, junger Williams Sohn, Imperium plus 5, Brustplatte der Rechtschaffenden, milder Rachspiegel, heilige Rächerin beschwören, was geht denn jetzt alles ab, ey? Krasser Shit. Okay. Dann haben wir ein paar Units dazu gekriegt. Vor allen Dingen hier diese Arkane ist natürlich mega, mega krass, ne? Also, hallo? Kaum zu bändigen, der Typ. So, als nächstes werden wir uns jetzt um diesen Arkan-Generator da kümmern, um diesen göttlichen Essenz-Generator. Das ist dann das Letzte, was wir machen werden, bevor wir was auch immer in Gang setzen. Ich habe, wie gesagt, überhaupt keine Ahnung, was passieren könnte. Aber wenn sich die Welt so fundamental ändert, dann passiert vielleicht etwas mit Avi. Es ist auf jeden Fall noch nicht das Ende des Spiels. Wir wissen, dass es einen dritten Akt gibt und wir wissen, dass es Level 80 Kreaturen gibt. Insofern kann man wohl davon ausgehen, dass wir noch eine Weile spielen werden. Was ganz schön heftig ist, wenn man mal so drüber nachdenkt. Das Spiel ist echt lang. Also als vorher gesagt wurde, ja, 80 Stunden, da habe ich so gedacht, ja gut, das erzählt wieder irgendeiner, der jeden Kieselstein umdreht, ne? Aber nee, nicht mal. So wie es aussieht, scheint das nicht mal der Fall zu sein. Okay, gegen die müssen wir so kämpfen, das wundert mich aber auch nicht. Wollen wir nur mal hoffen, dass sie nicht allzu doof stehen, sodass wir sie dann auch gut besiegen können. Sie stehen okay. So richtig geil stehen sie auch nicht, aber sie stehen jetzt auch nicht katastrophal beschissen. Ich muss mal gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, wie kommen wir wahrscheinlich hier hin? Vielleicht sogar dahin. Ah, hier. Unterwegs. Ja, ich würde jetzt erstmal sie töten. So, Shalea. Wir könnten hier hingehen. Er zittert vor mir. Blut ist Alter, die haut aber auch rein mit ihrer Scheiße. Es ist unglaublich. Meine Pfeile wollen speisen. Meine Pfeile sind hungrig. Wir werden jetzt versuchen, alles kurz und klein zu prügeln, okay? Die Irinie wird mit ihrem Wattenfall nicht ganz so weit kommen. Da müssen wir mal gucken, wo wir den einsetzen können. Gesegneter Pfeil verfehlt. Könnt ihr überhaupt irgendwas? Jetzt kommt die Weihe, das einzig Nervige. Sieg oder Tod. Ja, und tötet dich dabei auch noch selbst. Heiliger Schlag, ach ja, das ist die zweite Reihe Fähigkeit. Auch nicht so geil. Ich bin eins mit dem Ganzen. Wir werden die jetzt mal töten. Wir werden die töten, bevor irgendeiner von denen sie heilen kann. So, Shalea sieht nicht gut aus. Und wir können sie von da aus auch leider nicht erreichen. Das ist blöd. Lässt sich nicht ändern. So, die werden sich erstmal alle irgendwie heilen. Okay, das ist blöd gelaufen. Dass die auch noch nebeneinander stehen. Okay, die sind wieder voll da. Autsch. Ah, das tötet Shalea. Verfehlt! Meine Güte! Sie könnte eine Chance haben.
und dann noch hier raus. Schalea ist dran. Nur ein kleiner Biss. Gut. Blutest du etwa? Noch gut. Noch guter. Am gutsten. Betrachte das als Warnung. Ich werde deine Überreste verbrennen. Meine Pfeile sind hoch. Das sind Machtdemonstrationen hier, Leute, ne? Also man glaubt es nicht. Man glaubt es nicht. So, du kommst hier raus. Autsch. Jetzt ist aber langsam Schluss hier. Zeig mir den Weg. Fällt man ja nicht aus. So. Du kannst immer noch nicht heilen. Das ist doch eine Frechheit, weil sie sich nicht bewegen kann. Gott sei Dank wurde sie jetzt nicht auch noch angegriffen. Ja, genau, ein One-Hit mit einem Felsblock. Hört ihr überhaupt zu? Ein Felsblock. Ich fass es nicht. Mit dir werde ich meinen Spaß haben. Die lebt auch noch. Ich finde eine Schuss. Eine Katastrophe. So, jetzt muss die erstmal sterben. Schade, ich habe noch Pfeile übrig. Ich werde Ruhm ernten. Tritt gegen mich an. Geht doch. Wie viele Höllenritter soll ich eigentlich noch verheizen? Das ist ja wie damals die Dunkelgardisten oder Schwarzgardisten oder wie die hießen. Wirklich, wirklich, wirklich traurig. Aber auf jeden Fall ist das Ding jetzt 1A in unseren Besitz übergegangen. Ja, ich hab schon wieder keine mehr. Da kann ich ja nur eine von euch nehmen. Urschaden. Na, kriegst du jetzt den hier. Hast ein bisschen mehr Leben. Ist auch nicht das Verkehrteste. Aber die andere Gegnergruppe da, die bekämpfen wir logischerweise nicht, weil die ja irgendwie Stufe 60 sind oder so. Das ist mir dann doch eine Spur zu heftig. Und ich weiß, das verändert jetzt die Einheiten nicht, aber die Stats sind halt viel besser. Und 10 Stufen sind, glaube ich, schon so, weiß ich nicht, so 100, 200 HP oder so? Oder 100 HP? Je nachdem. Möchte man sich jetzt auch nicht unbedingt mit anlegen. So, dann wollen wir mal schauen. Also, wir müssen uns jetzt zum Haus unserer Eltern bzw. zu unserer Heimat begeben. Warte mal, wo war eigentlich das Haus der Matriarchin? Ach, das war hier oben. Da war auch noch eine Schatzkiste. Was war denn da nochmal? War da auch ein Gegnertrupp? Na, die wollen auch kämpfen. Naja, sollen sie mal. Die stehen aber kompakt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das müsste so gehen. Die stehen sehr kompakt. Da kann ich nicht mal drauf, das ist fies. Da muss ich hier drauf gehen. Das ist nicht das, was ich will, aber das, was ich machen muss. Okay. Das geht doch bestimmt stärker.
Und das ist auch nicht stärker. Wir machen es trotzdem. So, Shalea kommt hier hin. Ich folge dem köstlichen Duft. Du gehörst mir. Dein Blut gehört jetzt mir. Ja, das, es tut schon weh. Man kann davon sprechen, dass das definitiv weh tut, was wir hier tun. Ich bin deine persönliche Hilfe. Wie die anderen alle ausgewichen sind. Tod, tot. Stirb langsam, stirb schmerzvoll. So, ich habe noch zwei Irinien in der Hinterhand. Das muss doch für irgendwas gut sein. Enttäuscht mich nicht. Du kannst dich nicht wehren. Spüre den Strom des Zorns. So, mehr Wattenfall. Mehr Wattenfall. So, jetzt sind die noch dran mit ihren erbärmlichen Pfeilen. Oh, ich hätte nicht erbärmliche Pfeile sagen sollen. Mir fällt jetzt auf, wie dumm da... Oh Gott, was ist denn mit denen los? Haben die Steroide gefressen? Leute, das ist nicht gut für euch. Das ist einfach nicht gut für euch. Man macht das nicht. Wir müssen auf jeden Fall Ilmeren heilen. Jetzt kommt auch noch diese... Oh, Gott sei Dank ist sie gestorben. Gott sei Dank, wirklich. So, jetzt gehen wir hier hin. Gib ihnen Saures. Feuer. Der wird so sterben. Zu dich, du Narr. Todesritter Chan. Ich werde Ruhm ernten. Vielleicht brauchen wir echt mal einen Helden, der länger aushält als Shalea. Die stirbt ja ständig. Ich lebe, um zu kämpfen. Ich meine, gut, bei ihr ist das theoretisch egal, aber irgendwie belastet es mich trotzdem. ...72 Erfahrungspunkte. Nice. Nice, nice, baby. Zwergenklinge. Klar. Liegt einfach so in einer Truhe in den Niedern. Warum auch nicht? Man kennt es. Für alle Fälle. So, und hier ist unser Haus. Hier ist auch noch die Engelshöhle. Wo wir auch immer noch nicht wissen, was uns dort erwarten wird. Dort inmitten der Stille deines Zuhauses aus Kindertagen siehst du sie. Sie könnte beinahe nur einen ruhigen Traum träumen. Vielleicht ist das in gewisser Weise alles, was die vier Himmel sind. Die Orte, an die Seelen zum Träumen gehen. Sie sieht genauso aus wie in meiner Erinnerung. Zögerst. Es ist lange her, seit du ihr Gesicht gesehen hast. Danke für alles, aber vor allem dafür. Sie verdient es, dass man sich so an sie erinnert. Alle planen ein Fest. Aber zuerst müssen wir trauern. Was willst du mit ihr machen? Mit deiner Mutter, meine ich. Ach ja. Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Sie wird die Runia hinuntersegeln. Wir werden sie hier beisetzen. Wir werden sie ins Willensgrab bringen. Nee, hier. Sie hat hier gelebt. Das ist ihr Zuhause. Wir werden sie begraben und das Grab markieren. Würdest du mir helfen? Gemeinsam bereitet ihr sie ein letztes Mal vor und bringt sie angemessen auf den Weg in die vier Himmel. Als du dann bereit bist, verabschiedest du dich von ihr. Die Zwillingsmonde steigen am Himmel auf und das Volk der Niedern erhebt sich aus seiner Trauer. Es feiert die Verstorbenen. Auch deine Rückkehr und dein Sieg werden zelebriert. Nur du selbst bist irgendwie distanziert. Offenbar hast du nicht nur die Welt gewandelt, sondern die Grausamkeiten der Welt haben auch dich verändert. Ja, wie könnte sie das auch normal feiern?
Die Beisetzung folgt demselben Verlauf, wie Beisetzungen es immer tun. Von der Trauer zur Ausgelassenheit. Deine Blicke pendeln zwischen deinem Zuhause aus Kindertagen und den Feiernden, die allesamt in Traurigkeit und Gelächter gefangen sind, hin und her. Hey, Avi. Alles klar? Ich weiß, so haben wir uns unsere Heimkehr nicht unbedingt erträumt. Du ringst dir ein halbes Lächeln ab, auch wenn es dich schmerzt. Ich mag jeden Einzelnen hier und ich bin froh, zu Hause zu sein, aber... Nicht in Stimmung für ein traditionelles Niedernbegräbnis? Die ufern öfter mal aus. Aber vielleicht täte uns das ja ganz gut. Du spürst es, das ist nicht nur ein Sehen, das ist ein Wahrgenommenwerden. Und was noch schlimmer ist, du weißt, dass es genauso richtig ist. Hätte ich gewusst, dass du so aufmerksam bist, hätte ich versucht, es besser zu verbergen. Mit einem trockenen Lächeln wirst du zurück zur Feier geschleppt, wo dich aufbrausender Applaus begrüßt. Inmitten der Feierlichkeiten ziehen eure Blicke und eure Finger und eure Hüften einander an, während ihr die ganze Nacht tanzt und trinkt. Avi, rette mich. Meine Tanten wollen immer, dass ich mit ihnen tanze. Meine Blasen haben schon Blasen. Hol mich hier raus. Eure Blicke begegnen sich. Dir ist vollkommen klar, welche Frage deinem Gegenüber in die Augen geschrieben steht. Okay. Ich habe gerade das Gleiche gedacht. Es gibt einen Ort, wo ich mich immer versteckt habe, als ich klein war. Komm, ich zeige ihn dir. Triff deinen Gefährten im verlassenen Unterschlupf. Wo ist denn der? Hier? Dein altes Haus, die Felder, auf denen du als Kind gespielt hast. Alles ist verwüstet. Was ist passiert, Avi? Sieht aus, als hätte hier seit einer Epoche niemand mehr gelebt. Ich begreife es nicht. Das ist mein Zuhause. Wieso hat meine Mutter im Elend gelebt? Erst den Mann zu verlieren, dann mich. Mir war nicht bewusst, wie sehr sie in diesem Haus gelitten haben muss. So ganz allein. Obwohl es heruntergekommen ist, scheint das Haus noch nach dir zu rufen. Was von der Tür noch übrig ist, quietscht in einer Brise. Du trittst durch die quietschende Tür in die bescheidene Küche. Orion folgt dir und sieht sich bei den durchwühlten Schränken um. Inspiziere den Schrank. Zerschlagenes Steingut und Glassplitter und von Staub bedeckt. Hier hat schon lange niemand mehr etwas angerührt. Eine Flut von Erinnerungen bricht über dich herein. Obwohl der Herd leer und kalt dasteht, riechst du Eintopf. Du spürst Wärme, deine Mutter summt eine Melodie. Wie lange ist es denn wirklich her? Salon. Ihr hinterlasst Spuren im Staub, als deine Begleitung und du sich euren Weg bahnen. Erst ernst und schweigend. Staubfäden fangen das Licht und tanzen um dich herum in der Luft zu einer ungehörten Musik. Du blätterst durch die alten Seiten und findest Geschichten, die sie dir zum Einschlafen vorgelesen hat. Colonel McGillicquire und die unmögliche Kröte. Königin Tilly Gillashs letztes Hurra. Nichts hält das Herz einer Mutter auf. Die letzte war deine Lieblingsgeschichte. Sie ist es noch heute. Du hebst ein paar Dielen an und findest den kleinen Stauraum, in dem du dich versteckt hast, wenn der Schleier vorbeikam. Du wusstest, dass du lieber Angst haben solltest, als ihre schweren Metallstiefel auf dem Boden über dir schepperten. Du wusstest auch, dass du während ihrer Suchaktion lieber die Luft anhalten solltest. Du wusstest nur nicht, dass sie nach dir suchen. Ja, das stimmt. Sein Sessel steht noch da, Motten zerfressen und mit dem Ruß bedeckt, den er aus der Schmiede mit nach Hause brachte. Sie muss sich nach seinem Tod kein einziges Mal in ihn gesetzt haben. Der Sessel unseres Vaters, ja. Als du dein altes Zimmer betrittst, verändert sich der Raum. Kleine Spielzeuge, die Orion für dich geschnitzt hat, stehen auf einem Regal. Licht strahlt herein, noch ein heißer Tag. Deine Mutter ruft dich aus der Küche. Was für ein Duft. Backt sie etwas? Was ist denn der Anlass? Ihren Ruf erwidern. Du öffnest den Mund, um den Ruf zu erwidern, doch es kommt keine Luft heraus. Du versuchst, die Füße zu bewegen, doch sie sind so schwer, als würden sie in nassem Sand feststecken. Aber heute ist dein Geburtstag. Das wird der Kuchen für dich sein. Nein, das hätte der Kuchen für dich sein sollen. Deine Mutter ruft noch einmal deinen Namen. Sie ist verzweifelt, verschreckt. Gleich nebenan schreit dein Vater. Der Schleier ist wieder da. Diesmal hat er unbedingt vor, dich zu finden. Stattdessen werden diese Soldaten sterben, doch das wird dein Vater auch. Ja, getötet von Inquisitor-Regenten. Du gehst zurück durch die Tür und flüsterst eine letzte Verabschiedung. Was immer dieses Haus auch einmal für dich gewesen ist, das ist es schon seit sehr, sehr langer Zeit nicht mehr. Alles in Ordnung, Avi? Du kannst mit mir reden. Nur eine Menge Erinnerungen. Manche gut, manche nicht. Hey, die Schmiede meines Vaters ist gleich da hinten. Was dagegen, wenn wir vorbeischauen?
Besuche die Schmiede deines Vaters. Wo genau ist die? Wo genau ist die? Wir müssen uns mal eben anschauen, wo die sein soll. Ach, hier. In der Engelshöhle. Lohir, Verteidiger der Niedern? What? Du schreitest durch die Trümmer der alten Schmiede deines Vaters. Du legst die Hände auf den Wetzstein. Kalt, glatt. Wie sonderbar, dass man mir mit etwas derart schönen so tödliche Waffen machen kann. Hey, Avi, ich will nicht stören, aber erkennst du den Kerl? Du wendest dich um und siehst einen bescheiden wirkenden alten Mann, der dich aus sicherer Entfernung beobachtet. Ist das die kleine Aviana? Wie schön, dich endlich kennenzulernen. Auch wenn du älter bist, als deine Mutter dich beschrieben hat. Nenne mir deinen Namen. Kein Grund zur Beunruhigung. Ich heiße Lohir. Ich bin... war Celias Ehemann. Es schmerzt sich, ihren Namen ausgesprochen zu hören. Du hattest es so lange vermieden, ihn zu sagen. Aber Mann? Hä? Du wusstest es nicht. Ach, der neue Mann ihrer Mutter. Sie hat etwas für dich zurückgelassen. Einen Schlüssel. Aber ich kann mir vorstellen, dass du zuerst Fragen an mich hast. Ich wusste nicht, dass sie jemanden kennengelernt hatte. Ich bin fortgegangen, nachdem mein Vater starb. Mein menschlicher Vater. Nach seinem Tod eröffnete sie eine Apotheke. Sie behandelte meine Wunden nach der Schlacht gegen die Elfen in Atalien. Ehrlich gesagt war ihr Umgang mit Kranken furchtbar. Aber zu unser beider Glück hielt uns die Schicksalshand zusammen. Niemand hat mir gesagt, dass sie wieder geheiratet hat. Es ist Jahre her. Sie schrieb dir einen Brief, wusste aber nicht, wohin sie ihn schicken sollte. Also liegt der wahrscheinlich noch irgendwo rum? Wusste sie nicht von Ilian? Bis dahin, Aviana, bis dahin war so viel Zeit vergangen, dass sie nicht sicher war, ob du von ihr hören wolltest. Als unsere Söhne in den Krieg zogen, hofften wir, dass sie dich eines Tages finden und nach Hause schicken würden. Aber es hat nicht sein sollen. Ich habe Brüder, ja. Du und meine Mutter, ihr hattet Söhne? Das heißt, ich habe Brüder. Du hattest Brüder. Unser Ältester starb bei der Rebellion in den Witwenweiten. Der andere im Krieg um Verantoor. Oh Gott. Und das ist beides Konflikte, die wir befeuert haben. Dich fröstelt. Hättest du dich ihnen beiden stellen können? Hättest du sie umbringen können? Bestimmt könnte die Schicksalshand doch nicht so grausam sein. Es ist so lange her. Ich habe Angst zu vergessen, wie sie war. Sie war glücklich und redete ständig von dir. Sie war mächtig stolz auf ihre Tochter. Sie hatte Temperament und scheute sich nicht, einem Soldaten mal eins auf die Nase zu geben. Wow. Sie trank normalerweise nicht, aber wenn sie es tat, dann richtig. Sie liebte es zu singen und zu tanzen. Und manchmal war sie so still. Sie starrte stundenlang auf die Straße und hoffte, dich heranreiten zu sehen. Das Haus ist zerstört. Sie hat ihr Leben weitergelebt, Aviana. Welche Wahl hatte sie denn? Sie konnte nicht für den Rest ihrer Tage an der Vergangenheit festhalten, nur für den Fall, dass du eines Tages heimkehrst. Ja, das stimmt wohl. Dann, als so viele aus Verantor flohen, aus Atalien, vom Weg von Fleisch und Flamme, hat sie ihnen dort Unterschlupf gewährt. Hat sie gesagt, wofür der Schlüssel ist? Nur, dass er die Kellertür unter der alten Schmiede deines Vaters öffnet. Aber was in dem Keller ist? Keine Ahnung. Er reicht dir den Schlüssel, du willst ihm danken, doch die Worte bleiben dir im Hals stecken. Er nickt wissend und verständnisvoll. Betritt den Keller unter der Schmiede. Da das jetzt eine Nebenquest ist und keine Hauptquest, kann das ja nicht so bahnbrechendes sein. Du probierst den schweren, verrosteten Schlüssel, den dir Lohir gegeben hat. Er dreht sich kaum. Orion legt seine Hände auf deine und gemeinsam zwingt ihr das Schloss auf. Erkundet die Engelshöhle. Also Gegner werden hier ja wohl kaum drin sein. Das wäre sehr merkwürdig. Aber was hat unser Vater denn hier verborgen? Da ist etwas auf der anderen Seite der Brücke. Bitte sag mir, dass wir nicht gleich in dieses alte Ding hineinspazieren, um herauszufinden, was es ist.
Doch, tun wir. Ist echt groß hier. Look at that. Inuels Besitztümer. Als du die Truhe öffnest, nimmst du den leisesten Hauch von honigsüßen Blüten wahr. Das ist sie, Celia, deine Mutter. Mama? Du wendest dich um, weil du sie sehen willst. Deine Augen suchen die dunkle Kammer ab, doch da ist niemand. Diese Truhe ist schon so lange versiegelt. Die Luft war unberührt. Wie ein Geist. Du atmest tief und gierig ein. Mit jedem Atemzug spürst du ihre Nähe. Doch das hält nicht an. Es war, als wäre sie hier gewesen. Wenn auch nur für einen Moment. Ihr seht einander in die Augen. Du siehst die Kränkung, den Schmerz und umgekehrt ist es genauso. Du schüttelst den Kopf, als wolltest du so die Traurigkeit daraus austreiben und blickst in die Truhe. Ich möchte eine Weile bleiben. Würdest du mir Gesellschaft leisten? Ein Lächeln deutet an, dass da jemand gerne eine Ewigkeit mit dir hier verbringen würde. Untersuche die Notizen über Inuel. Du nimmst eine Notiz, die an dich adressiert ist. Wie die anderen in der Kiste wurde sie nie abgeschickt. Kleine Aviana, wenn du das hier liest, dann weißt du es. Zweifle nie an der Liebe, die dein Vater und ich für dich empfanden. Ja, du wurdest uns gegeben. Ja, wir versuchten, dich vor dem Schleier zu verstecken. Aber das alles war weniger wichtig als unsere Liebe für dich. Es war eine Liebe, die deine wahre Mutter, Inuel, vorhersagte. Du sollst wissen, dass auch sie dich liebt. Sie kam sehr oft, um dich zu sehen, als du noch ein Kind warst. Sie hat nachts an deinem Bett gesessen und dir beim Schlafen zugesehen. Irgendwann wurde es zu gefährlich für sie. Und irgendwann, schätze ich, wurde es zu gefährlich für uns alle. Bitte komm nach Hause. Ich habe dir noch so viel zu sagen. In Liebe. Notizen über Riss. Du nimmst eine Notiz, die in der Handschrift deiner Mutter geschrieben wurde. Kleine Aviana, eines Tages werde ich dir alles erklären. Zuerst sollst du wissen, dass das Schicksal deine Mutter und deinen Vater zusammengebracht hat. Die Essenz ihrer Liebe ist in einer Klinge eingeschlossen. Sie bittet darum, dass du diese Klinge findest, wenn du bereit bist und sie nah bei dir trägst. Dadurch ist auch Inuel dir nah. Bitte komm nach Hause. Ich habe dir noch so viel zu sagen. In Liebe. Tja, jetzt ist es zu spät. Die Notiz über dein Siegel. Du pustest den Staub von einer Notiz in der Handschrift deiner Mutter. Kleine Aviana, das Siegel, das du trägst, ist ein Engelssiegel. Deine Mutter hat es mir gegeben und ich gebe es dir. Trage es nah am Herzen, wo sie hingehört. Bitte komm nach Hause. Ich habe dir noch so viel zu sagen. In Liebe. Untersuche den Schal deiner Mutter. Du findest den hellblauen Schal, den deine Mutter immer trug. Er ist zerschlissener als in deiner Erinnerung, aber nicht weniger schön. Du nimmst den Schal deiner Mutter, faltest ihn zusammen und verstaust ihn vorsichtig in deinem Bündel. Ein Teil von ihr wird für immer bei dir sein. Nimm die Waffe. Du greifst in die Truhe und ziehst eine seltsame Waffe aus ihr hervor. Hergestellt aus Eisen von der Unheiligen Legion, aber geschmiedet von sterblichen Händen. Könnte das eine Arbeit deines Vaters sein? Es ist wunderschön. Du nimmst das schwere Abzeichen und machst die Truhe wieder zu, die sich klickend schließt. Obwohl es unmöglich ist, scheint ihr Geist die Kammer und auch dich zu erfüllen, um dich sanft anzutreiben. Ui! Du hast deine erste ultimative Fähigkeit erlernt. Nur Aviana und ihre Gefährten haben ultimative Fähigkeiten. Erlernt jemand aus der Gruppe seine ultimative Fähigkeit, wird sie automatisch als dritte Fähigkeit im Kampf zugewiesen. Ultimative Fähigkeiten sind extrem mächtig und können Kämpfe komplett umkrempeln. Also noch mächtiger als das, was wir eh schon hatten. Sie funktionieren aber etwas anders als normale Fähigkeiten. Sie haben eine anfängliche Abklingzeit, bevor sie im Kampf eingesetzt werden können, okay? War nie leider. Zauberstab der Engel. Fertigkeitspunkt 1. Naja, ich sag mal so. Das ist dann ja nichts, was wir groß einsetzen könnten. Also diesen Stab, denn eigentlich haben wir ja unser Schwert Riss. Und das ist ja auch stark. Von daher, naja. Vergeben wir jetzt erstmal noch diesen Fertigkeitspunkt. Ja, komm, wir hauen mal den Schaden gegen Bossgegner hoch. Wir müssen ja eh noch 3 Punkte rein vergeben hier. Zauberstab der Engel. Ist auch gut.
Kritische Trefferchance sogar besser. Kraft auch deutlich besser. Ja, müssen wir mal gucken. Es ist halt auch nicht mein Waffentyp, ne? Also ich kann die Waffe sowieso nicht einsetzen. Und ich weiß nicht, ob jemand anderes außer Aviana diese Waffe überhaupt führen könnte. Triff deinen Gefährten im verlassenen Unterschlupf. Da das so neutral formuliert ist und da nicht steht, triff Orion im Unterschlupf, gehe ich davon aus, dass das Spiel hier die Person mit uns hätte interagieren lassen, mit der wir am meisten romantische Bindungen im Laufe dieses Abenteuers aufgenommen haben. Und das ist bei uns halt einfach Ori gewesen, weil ich das auch am, ich sag jetzt mal, logischsten finde, dass bei den beiden was passieren könnte. Also logischer auf jeden Fall als bei, mit jemand anderem irgendwie. Dort in den heimgesuchten Schatten deines früheren Lebens findest du sie, die Hütte, in die du vor so vielen Jahren gerannt bist, um dich zu verstecken. Bei den vier Himmeln. Ich hatte diesen Ort komplett vergessen. Was weißt du noch davon? Es war mein zweites Zuhause. Haben wir schon mal darüber gesprochen? Ich meine, was in meiner Kindheit geschah? Die unterschwellige, schmerzhafte Stille und der sanfte Druck, mit dem deine Hand ergriffen wird, sagt, ich will alles hören. Vor all dem, bevor ich wusste, dass ich ein Nephilim bin, war ich ein ganz normales Mädchen. Mein Vater war Schmied, meine Mutter Händlerin. Ich bin immer nur in Schwierigkeiten geraten, wenn ich mit dir zusammen war. Zu meinem Glück hat deine Vorliebe für Unfug auf mich abgefärbt. Eines Tages hat ein Pferd auf dem Markt gebockt. Ich habe mich erschrocken und diese Kraft platzte aus mir heraus. Die Priesterin nannte sie Zwielichtkraft. Der Schleier bestand damals nur aus Soldaten der Kirche des Hohen Vaters. Sie schickten heilige Hände, um herauszufinden, was passiert war. Ein Mann, der als grimmiger William bekannt war, hat ihnen alles verraten. Mein Vater hat mich verteidigt und wurde im Kampf getötet. Was dann geschah, weiß ich nur aus Erzählungen. Dass die Kraft wieder aus meinen Händen brach, dass ich die heiligen Hände getötet habe. Nachdem ich meinen Vater verlor, wusste ich, dass niemand sicher sein würde. Wir flohen und lebten von kleinen Aufträgen. Na, das wissen wir ja schon. Sie gaben uns den Namen Zwielichtzwillinge. Nicht meine Idee, aber der Name brachte uns Ruhm. Auch wenn wir fort mussten, wollte ich immer zurück nach Hause. Immer. Aber heimzukehren hieß, meine Mutter in Gefahr zu bringen. Hätte ich gewusst, wie das endet... Du wischst dir eine einzelne Träne von der Wange. Du hoffst, dass es die letzte sein wird. Vergebens. Aber genug von meiner Vergangenheit. Sprechen wir stattdessen über uns. Und so findet alles Erwähnung. Eure geteilte Liebe für den Kampf und für die Musik. Eure gemeinsam verbrachte Zeit von Verantoor bis zu genau diesem Augenblick. Bald wird das Gespräch intimer. Ich meine, ich denke die ganze Zeit drüber nach. Du etwa nicht? Eltern sein, meine ich. Stell dir mal kleine Avianas vor, die rumrennen und seltsame violette Magie verschießen. Willst du mal Kinder? Das Gespräch nimmt tatsächlich einen höchst intimen Verlauf. Eines Tages schon, wenn ich bereit bin. Wobei, ich glaube nicht, dass man jemals wirklich bereit ist. Du nimmst einen Schluck aus einer Flasche Wein und reichst sie weiter. Als er trinkt, sieht dein Gegenüber dich an. Die Spannung ist greifbar und sie baut sich weiter auf. Avi, ich... Sich entziehen, nein. Eure Lippen prallen aufeinander, Hände schmiegen sich an die Rundungen deiner Wangen. Sie sind überraschend weich, durch die Haut spürst du ein Zittern, da ist jemand nervös. Bald wird dir die Rüstung ausgezogen, ein Gefallen, den du gern erwiderst. Eure nackten Leiber drängen sich im schwindenden Licht der Monde aneinander. Dass ich sowas mal vorlesen würde. Du würdest den Unterschied nicht bemerken, wenn statt Stunden ganze Lebzeiten verstreichen würden. Der Sonnenaufgang zaubert einen blassroten Ton auf eure nackte Haut. Die Flasche Wein, ihr Inhalt schon längst vergossen, liegt leer neben euch. Guten Morgen. Gleichfalls. Das war unglaublich. Im Ernst. Ich habe sowas noch nie empfunden. Nie. Bist du okay? Tja, wir haben den Todesritter eingesetzt. Während du dich ankleidest, wählst du deine nächsten Worte mit Bedacht. Das war eine einmalige Sache. Du bist toll, aber ich darf mich nicht anblicken. Ja. Ich fühle das Gleiche wie du. Sogar noch mehr. Du hast etwas in mir geweckt, von dem ich nicht mal wusste, dass es existiert.
Ihr umarmt einander. Es lässt sich nicht bestreiten, dass diese Nacht ein Erlebnis war, wie man es nur einmal im Leben hat. In einem Leben, das man besser an deiner Seite verbringt. Ihr verlasst die Stelle eures trunkenen Schlummers. Lächelnd, Hand in Hand am Leben. Tada! Und ja, wir bekommen dadurch einen starken Trauersplitter. Okay. Verstehe. Das ist sehr interessant. Okay. Kehren wir nach Ilion zurück. Denn wir haben jetzt alles gemacht, was wir in irgendeiner Art und Weise machen können. Und damit ist, würde ich sagen, der zweite Akt dann auch abgeschlossen. Denn was soll jetzt hier noch kommen? Wir können tatsächlich jetzt die Gegenstände offenbar auch hier, beziehungsweise die Gebäude verbessern. 100%. 100 Führungsstärke für Aviana. Das ist ja mal richtig nice. Was für Zauber können wir eigentlich noch erforschen? Das können wir ja leider alles nicht mehr erforschen. Weil uns dafür schlicht und ergreifend... Ja, dafür fehlen uns ja die Skillpunkte, aber das ist nicht so wild. Wir kriegen 100 Führungsstärke dazu. Das ist mega. Das ist richtig mega. Das heißt, wir müssen jetzt 200 noch was haben, ne? Ne, 170. Hä? Warum haben wir denn jetzt nur 30 dazu gekriegt? Das ist ja lächerlich. Naja. Da wir mit niemandem verehrt haben, können wir sowieso noch keins dieser Gegenstände in irgendeiner Art verbessern. Wir können allerdings die Schmiede verbessern. 20% Nachlass beim Verbessern von gewöhnlicher, seltener und epischer Ausrüstung. Außerdem können wir die Ausrüstung auf Stufe 5 aufwerten. Herrschaftssplitter. Wir können ja hier nochmal ein paar Sachen machen. Zumindest das, was irgendwie geht. Da geht nichts. Hier haben wir unglaublich viel immer gekriegt. Ich weiß noch gar nicht warum, ehrlich gesagt. Okay, da kommen wir auch nicht weiter und hier kommen wir auch nicht weiter. So, dann haben wir noch Ausrüstung, die wir verbessern können. Riss. 4000 Arkan-Dingsbums. Dafür, dass es nicht mal wirklich besser wird, aber okay. Dann haben wir noch die Überreste des Spiegelauges. Achso, das ist jetzt mit Riss verglichen, okay. Ja doch, das wird ein... Ja, Initiative auch plus 5, das ist okay. Aber mehr können wir jetzt eh nicht machen. Dann haben wir noch den Marktplatz. 20% Nachlass auf alle Ressourcen. Und wir können Söldner der höchsten Stufe anheuern, also der Stufe 4. Wie man hier jetzt sehen kann, sogar Eisriesen, Sonnentänzerinnen sind mit dabei. Kosten natürlich auch ihr Geld. Ist natürlich immer noch blöd, dass ich kein Gold tauschen kann. Also, dass ich jetzt nicht Holz in Gold oder so tauschen kann, aber gut. So, und da wir noch mit keinem in irgendeiner Art und Weise hier auf geehrt sind, können wir da auch leider noch nicht besonders viel machen. Dann sprechen wir doch mal mit Ori. Erstmal müssen wir mit allen sprechen. Krass. Kori, Sandre. Ich bete jeden Abend für deine Mutter. Ich glaube, sie steigt in die vier Himmel auf. Ich bete auch für mich. Ja. Schließ mich das nächste Mal in eins deiner Gebete mit ein, Kori, Sandre. Die Götter wissen, dass ich es nötig habe. Das werde ich, wenngleich wir mehr tun müssen, als nur zu beten. Der Schleier hat sich aus den Witwenweiten ebenso zurückgezogen wie aus den Niedern. Wie ich gehört habe, soll Mortis die Toten von Grimmatshafen aus reiner Boshaftigkeit erweckt haben. Der Hafen, der von dem ersten Spiegelauge zerstört wurde. Ich wollte den Leuten in ihrem Leid die Kraft des Glaubens zeigen, doch ich versagte. Jetzt bitte ich dich, dass wir ihnen zumindest die Kraft der Gnade zeigen. Gnade? Ich weiß, dass du dich für den Tod dieser Leute verantwortlich fühlst, aber das bedeutet doch, dass du sie umbringen willst. Das ist alles, was getan werden kann, Aviana. Bitte zieh es in Erwägung. Die Leute, denen du Gnade zeigen willst, wo sind die nochmal? In Grimmatshafen, nördlich des Flusses in den Witwenweiten. Letztes Mal konnte ich sie nicht retten, doch das wird nicht wieder passieren. Okay. Nächste Quest also. Wellendrach. Wenn man einen Samen pflanzt, so wird er nach dem Glauben der Druiden von der Seele des Verstorbenen erfüllt, die in der Pflanze weiterlebt. Wie möchtest du deine Mutter in Erinnerung behalten? Als freundliche Versorgerin. Ich kenne niemanden, der so geduldig und fürsorglich ist, wie sie war.
Die moosbedeckten Zweige einer Gwendolinweide bilden eine warme Decke, wenn sie blühen. Sie würden der Seele deiner Mutter gerecht werden. Du scheinst noch was anderes auf dem Herzen zu haben. Ich habe gehört, dass die Kinder der erhabenen Wälder sich nach Barad-Nor verlaufen haben. Kinder? Junge, um genau zu sein. Wehrleoparden. Wenn sie in Barad-Nor sind, muss etwas schiefgelaufen sein. Wenn wir nach Barad-Nor gehen, suchen wir diesen Jungen. Versprochen. Oder diese Jungen. Okay, Barad-Nor, also ein zukünftiger, ja, Spielort sozusagen. Dann haben wir noch Baktal. Dein Verlust in den Niedern war groß und nicht verdient. Ja. Mittlerweile weiß ich, dass die Schicksalshand nur denen den Tod bringt, die ihn am wenigsten verdienen. Meine Mutter war so jemand. Die Schicksalshand hat sie nicht geehrt, aber sie hat selbst Ehre verdient und die Himmel geehrt, indem sie dich aufzog. Eines Tages bringe ich dich dazu, mal an was anderes zu denken als nur an Ehre. Eines Tages, aber zuerst muss Blut verdient werden. Ah, die Liste der Dämonen, die dir Unrecht getan haben. Wenn du sie gefunden hast, bin ich bereit. Bei den Göttern, ich muss dringend meine Wut an jemanden auslassen. Zu Elsets Fuß, Blutbrand nahm, Aroros schlug, Baliak kam, Timin muss brennen, Barad-Nors Macht erkennen. Du hast aus deiner Todesliste einen Reim gemacht? Natürlich. Wenn wir nach Barad-Nor reisen, finden wir die Dämonen, die dir Unrecht getan haben. Wo beginnen wir überhaupt mit der Suche nach ganz spezifischen Dämonen im Herzen der unheiligen Reiche? Wir beginnen an ihren Kehlen, wenn nötig. Wir schlitzen sie eine nach der anderen auf, bis jeder Dämon tot ist, der mir Unrecht getan hat. Okay. Barad-Nor, also definitiv eine der Schauplätze von Akt 3. Da ich aus den Witwenweiten stamme, liegt mir das Niedernvolk sehr am Herzen. Ich habe im Kampf um deine Heimat viele Freunde verloren. Jedes Opfer wird sein Begräbnis bekommen. Wir werden um sie alle trauern. Aber nicht auf die Art des Schleiers, sondern nach den alten Bräuchen. Sebastians Sorge bereitet ihm sichtlich Schmerzen. Du hast etwas auf dem Herzen. Valkelin und die anderen haben sich gemeldet. Ihre Reise von Atelier nach Labsal war erfolgreich, aber sie segelten direkt ins Chaos. Er bittet um Hilfe. Auf seiner Nachricht war Blut, wenn es seins ist. Dank dem Ring, den du ihm gegeben hast, wurde ihm Einlass gewährt. Die Burgmauern sollten ihn also schützen. Wenn Valkelin noch lebt, werden wir ihn finden. Ja, in den Witwenweiden. Vermutlich. Burg Labsal, genau. Eamar. Für den Verlust deiner Mutter gilt dir mein ewig währendes Beileid, junge Unholdin. Ich danke dir. In gewisser Weise überrascht mich deine Anteilnahme. Natürlich nehme ich Anteil, wenngleich dich deine Einblicke in die Familienverhältnisse eines Nekromanten ein wenig verschreckt haben dürften. Es erinnerte definitiv mehr an blindwütige Raserei als ein normales Familientreffen. Normal ist ein schmutziges kleines Wort. Findest du nicht? Du solltest wissen, dass es im Nest der Königin mindestens eine letzte Krähe gibt, nach der meine Sense dürstet. Ein weiteres deiner Kinder? Oh, jemand viel Bedeutenderes, und ich dachte mir, warum diesen Blutrausch jetzt beenden? Das Lied ist fast gesungen. Diese Person, der wir im Nest der Königin hinterherjagen. Oh, eine Person ist sie schon lange nicht mehr. Ich weiß nur, dass sie irgendwo im Innern lauert. Und bevor wir uns dem Rat stellen, sollten wir uns zunächst um sie kümmern. Oh, dem Rat von Mortis. So, dann haben wir noch Ilmarin. Hast du heute eine Frage an mich, Ilmarin? Nachdem ich meine Mutter gesehen habe, könnte ich ein wenig Ablenkung gebrauchen. Dann eine nützliche. Wefa, ein alter Herzog von mir, wurde ins Nest der Königin entsandt. Der Ruhm folgt ihm auf Schritt und Tritt. Würdest du nach ihm suchen? Der alte Haudegen fehlt mir. Das würde ich. Wir brauchen freundliche Gesichter im Nest. Eine aufrechte Antwort wie üblich. Du beeindruckst mich immer wieder, Aviana. Wir kämpfen so viel, dass ich mich frage, ob es hier aufhört. Werden wir Nevendar je von allen Monstern befreien? Es gibt zwar echte Monster, aber kaum genug davon, um mich zu beunruhigen. Sorgen macht mir vor allem die Masse an gewöhnlichen Sterblichen, die sich nur zu gerne beugen. Sie bedeuten den Untergang dieser Welt. Also das war wie... Oh ja, klar, kennen wir ja schon. Ilmarin befestigt eine kleine Schriftrolle am Fuß eines Falken und schickt ihn auf seinen Weg. Sie dreht sich zu dir um. Meine Lieblingsbefreierin, ich habe gerade an dich gedacht. Und schon bin ich da. Sag mir, was hältst du von den Aktionen des Schleiers? Ich hasse sie. Ich will die Anhänger tot sehen, und zwar alle. Als deine Spionagemeisterin muss ich dir mitteilen, dass sie anscheinend wollen, dass du sie hast. Plane deine nächsten Schritte mit Bedacht. Aber ich schweife ab, das Spiel geht weiter. Du hast aufrecht geantwortet und ich werde es dir gleich tun. Diese Falken folgen dir auf Schritt und Tritt. Sind sie deine Freunde? Falken können sich an dich gewöhnen, aber sie werden dich nie mögen. Das respektiere ich. Im Gegensatz zur Freundschaft ist Respekt unvergänglich. Okay. Und dann noch Omeriel. Was mein Volk in den Niedern getan hat, ist unentschuldbar. Kovan spricht ebenso wenig für die Elfen, wie Katanira für das Imperium spricht.
Ich bin froh, dass du das sagst. Die Ältesten haben ihr Beileid bekundet und um ein Treffen gebeten. Omeril rollt ein Pergament auf, das mit einem sonderbaren Elfencode beschrieben ist. Doch seltsamerweise laden sie uns nach Barad-Nur ein, das Reich der Dämonenschmiede. Die Ältesten sind im Dämonengebiet, kannst du das erklären? Gerüchten zufolge sind sie auf der Suche nach Barad-Nur und dem Mana, das dort lagert. Aber mehr weiß ich nicht. Dann finden wir zusammen den Rest heraus. Jo. Und jetzt sage ich ganz schnell, bis zum nächsten Mal.